Okay. Die Fahrt war wohl etwas zu lange. Aber die Straßen in Albanien waren eigentlich viel besser als erwartet. Außerdem gab es am Weg immer wieder extrem nette Rastplätze, an denen wir uns gut erholen und stärken konnten. Der Fisch kam frisch aus dem Fluss im Tal, der auch zum Baden bestens geeignet war. Die albanische Gastfreundschaft ist wirklich bemerkenswert. Es gab dort so viele Tiere an dieser Raststation, dass es fast schon an einen kleinen Streichelzoo erinnerte. And Lil Silas wanna come home. All he got is a cot that he drum on. Whole family pole, he was taught not to run from it. When you come from it, come from. And the king ain't never alone. I'm feeling Silas thought that he never would know. The king means that he homegrown. That his upbringing showed him it all. Satt und erfrischt ging die Reise dann quer durch Albanien weiter. He feel like he's seen everything. He's been outside like an evergreen. Unser nächstes Reiseziel war ein Kitespot in der Nähe von Zalongo. Das liegt schon in Griechenland. Der Stellplatz direkt am Spot war kein offizieller Campingplatz, sondern der Garten rund um eine Taverne. Als wir den Forecast für die kommenden Tage gecheckt hatten, kam die Ernüchterung. Es war kein Wind in Aussicht. Also nutzten wir die Flexibilität des Vanlife und beschlossen spontan, früh am Morgen die erste Fähre nach Korfu zu nehmen. In Igoumenitsa gab es eine großartige Bäckerei, die uns den Morgen versüßte und für das frühe Aufbrechen entschädigte. Schließlich waren wir quasi mitten in der Nacht im Dunkeln von Zalongo aufgebrochen. Mit der Fähre setzten wir dann auf Korfu. Der bekannteste Kitespot von Korfu liegt ganz im Süden der Insel, in der Nähe von Kallikunas. Der Spot ist mit seinen weitläufigen Sanddünen wirklich cool und Wind gab es auch zu Genüge. Vorsicht beim Parken in den Dünen. Leider kommt es immer wieder zu Einbrüchen in Parken der Autos. Wir hatten zwei super Kite-Tage dort. Der Wind weht zwar meist leicht ablandig, aber die Crew des Corfu Kite Club verfügt über ein Rescue-Boot und gegen eine geringe Tagesgebühr ist das Team rund um Janis schnell bei dir und fischt dich raus. Carmen hat diesen Service ein-, zweimal in Anspruch genommen. Korfu gilt nicht umsonst als Naturparadies. Es gab eine Vielzahl netter Orte, die sich als Stellplatz anboten. Wir genossen unser Abendessen bei einem herrlichen Sonnenuntergang. Andere Van-Touristen haben wir dort kaum gesehen. Vielleicht schreckt die Fahrt mit der Fähre ab, vielleicht sind es aber auch die doch recht schmalen Straßen auf der Insel. Oder die Straßennamen. Leicht rechts abbiegen auf Eparchia Theodos Pelekas Castel Anion, Eparchia Theodos Inara Don Calafatiman, Schilder nach Palaio Castritza, Pelekas. Kann das bitte jemand für mich wiederholen? Flora und Fauna waren Ende Juni wirklich eine Wucht. Weiter im Norden gab es viele windgeschützte Buchten und Strände, die sich zum Baden und Entspannen anboten. Ich denke, wir hätten auch volle 2 Monate auf Korfu verbringen können. Mit dem Van hast du die Freiheit, dir die ganze Insel anzusehen. Natürlich ist es aber auch immer mit etwas Recherche und Arbeit verbunden, einen Stellplatz zu finden, der deinen Bedürfnissen entspricht. In unserem Fall war das Zugang zu einer Toilette und direkte Bademöglichkeit. Uns zog es nun wieder zurück in den Süden der Insel, wo wir es nicht so weit zum Kitespot hatten. Auch war es dort wesentlich ruhiger als im Norden der Insel. Am Abend mit dem Meeresrauschen einzuschlafen, in der Früh direkt schwimmen zu gehen, und mit dem Blick aufs Meer zu frühstücken, war pure Lebensqualität. Danke, dass du dabei warst. Und wie es mit unserem Abenteuer weitergeht, erfährst du im nächsten Video. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du den Kanal abonnierst.